Der Pessimist ärgert sich, wenn ihm ein Vogel auf den Kopf gemacht hat. Der Optimist freut sich, dass Kühe nicht fliegen können. Der Pessimist jammert, dass gar nicht so viele Leute da sind, die auf den Kopf kommen. Der Optimist freut sich über ein super Fest mit tollen Freunden und tollen Gästen im kleinen Rahmen. Herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu den 19. Untergrumbacher Bergstadttagen. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle da seid. Und vor allem und auch und besonders auf den Film, den ich offen gestanden schon sehr häufig gesehen habe, aber das ist wie beim Asterix. Der Zusammenhang mit dem Comic liegt ja sehr nahe. Da entdeckt man immer wieder Dinge, die man noch nicht gesehen hat beim letzten Mal. Seit 19 Jahren gibt es jetzt die Untergrumbacher Bergstadttage, für die wir unsere Halle ausräumen, um mit angenehmen Gästen, tolle Künstler, tolle Abende, tolle Filmemacher bei den Möbelmachern zu erleben. Und vielleicht ist es ja eine der ganz wenigen Vorteile des Selbstständigseins. Sie wissen schon, was ich meine. Dass man die Sachen machen kann, die man gerne machen würde, weil sie am Herzen liegen. So ist auch der heutige Abend. Ganz am Anfang der Untergrumbacher Bergstadttage würde ich mal genau hier an dieser Stelle gefragt, wo wir eigentlich unsere Möbel fertigen lassen. Da klang so leicht China, Polen oder sonst was mit. Und deswegen werde ich nicht müde, es bei jeder Begrüßung nochmal wieder zu sagen, wir bauen die Möbel genau da, wo sie hier heute sitzen. Es ist nur ausnahmsweise ausgeräumt von unseren Mitarbeitern, die auch ja, das ganze Wochenende hier mitgestalten, auch das Buffet mitgemacht haben, mit Dr. Barbara Steinbauer-Rötsch, die das berühmte Blog Eintopf Heimat betreibt. Und dazu gibt es übrigens auch Kochbuch, das wir auch da haben. Eintopf Heimat, der Topf ist übrigens unser. Das ihr auch gerne noch signiert, wenn Sie da mitnehmen will. Es sind auch wirklich ganz tolle Rezepte drin, wir haben die meisten schon probiert. Es wäre eigentlich ganz einfach, aber im Laufe des Abends haben wir ungefähr 30 Leute gesagt, dass ich noch alle schon dazu sagen soll. Hier an dieser Stelle machen wir Einzelanfertigungen von Küchen, von Wohnzimmern, von Schlafzimmern, von allem, was so ins Haus gehört. Und natürlich können Sie nach dem Film, nach der Diskussion, wann immer es der Abend hier gibt, auch noch mit in die Ausstellung sein, in die Ausstellung draufgehen. Sie können auch mit unseren tollen Mädels noch Fotos machen, also sowohl mit den Mädels als auch von den Mädels die Fotos machen lassen. Und nicht nur am Chevrolet, nein, Cadillac. Bei Oldtimer-Fans ist es komplett durchgefallen. Cadillac Sedan, der berühmte Pink Cadillac, haben wir da. Den kann man übrigens auch mieten. Das einzige von den Autos, die wir haben, wo sie, dann schaue ich die Mädels an, bei der Hochzeit dann, für die anderen gut erfunden. Von der Hochzeit oder andere tolle Veranstaltung kann man diesen Pink Cadillac eben auch mieten. Ist bei uns alles verlinkt. Es hilft mal kurz mit dem Namen einen. Schöner Tag. Nochmal. Dream Day with Dream Cars. Und es ist nicht nur der Pink Cadillac, sondern mehrere ganz tolle Autos. Und das Ganze ist übrigens völlig durch Zufall entstanden. Ein Freund von mir hat was gepostet. Und ich habe gesagt, könnt ihr mir den Oldtimer dann vergrößern? Da steht eine Telefonnummer drauf. Ich kann ihn nicht lesen auf Facebook. Hm? Er sagt, ja, das ist kein Problem, mein Büro ist direkt gegenüber. Ich habe mal was fotografiert. So kam ich zu eurer Telefonnummer und so ist es dann entstanden, dass ihr heute da seid. Herzlichen Dank. Der Pink Cadillac ist nämlich lustigerweise etwas, was in dem Comic als Pink Cadillac schon so erwähnt ist. Und das absolute Original dazu ist das Oldsmobile, das gegenüber stand. Aber da kommen wir nachher. Nochmal. Herzlichen Dank an unsere Mädels hier, den schönen Vorbereitungsfototermin, den Sie vielleicht auch schon wieder gesehen haben, mit dem Mann da draußen, der von Norbert
Hirchenmeier zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe mich lange nicht getraut, das Video öffentlich zu stellen, weil wir dachten, wenn er darüber zieht, wie wir mit dem Buggy umgegangen sind, aber er war sehr begeistert, hat den schönsten Kommentar dazu geschrieben, also ich könnte euch beruhigen, er sitzt da hinten, denn auch mit dem gehört er. Wink mal! Also auch da können wir gerne noch Fotos machen. Ja, aber warum soll ich das alles erzählen? Wir haben ja heute eine Moderatorin zu Gast. Ein schöner Zusammenhang. Gestern hatten wir nämlich die Musikerin Olivia Drummer, die praktisch direkt nach ihrem Auftritt in der Carnegie Hall, in der Möbelmacher Hall sang und spielte. Und bei Christina Ringer ist es so, sie hat vor 3 Tagen noch eine Veranstaltung mit der Kanzlerin moderiert und heute ist sie hier bei uns. Das Ich freue mich riesig, dass du da bist und die meisten kennen dich hier wahrscheinlich noch als Jimmy Fleischsteiger und von den genialsten Filmen, die damals mit Regas Siebenbürger entstanden sind. Ich wünsche Ihnen allen und uns einen genialen Abend. Ich freue mich, wenn Sie nach der Diskussion und wann immer noch da bleiben. Häufig ist so gegen Ende des Abends in der Küche noch so ein kleines gemeinsames Kochen. Wenn Sie Lust haben, bleiben Sie unsere Gäste. Ich finde es klasse, dass Sie da sind und übergeben. An Christina oder Jean? Dann möchte ich Jean. Schon seit 11 Jahren, also eine kleine Deutschlandreise. Ich bin gar nicht mehr so oft hier in der Heimat und umso mehr freue ich mich und auch einige bekannte Gesichter zu sehen. Und ich kann dir jetzt mal sagen, so von außen betrachtet, glaube ich, ist das hier die außergewöhnlichste Werkstatt, die es so auf der Welt gibt. Also wenn ich das sehe, was hier stattfindet an Konzerten und an Kochen und an Aktivitäten und eben heute am großen Kino, dann ist es schon wirklich bemerkenswert, was Gute und was ihr hier mit eurem Team auch auf die Beine stellt. Also das ist wirklich ganz toll. Und wir bleiben auch bei diesen besonderen Sachen, denn warum wir heute Abend hier sind, hat natürlich was mit Menschen zu tun, mit unserer Freundschaft und mit unserer, ja, wir sind alle in Herzburg aufgewachsen und wir sind auch ein kleines Team, was Sie gleich kennenlernen. Wir sind eben alle aufs Paul-Pfenzing-Gymnasium gegangen. Der Direktor ist heute Abend auch bei uns, Herr Neuhöfer. Hallo. Das Paul-Pfenzing-Gymnasium hat es viele tolle Lehrer gegeben. Aber ich glaube, dass was dich, Herwig, und auch die Barbara und auch die Michael Röse und mich auch geeint hat, war Richard Siebenbürger. Der ist leider im November 2015 ist er verstorben, aber mit vielen seiner ehemaligen Schüler und auch gerade mit denjenigen, die in der Filmgruppe mitgearbeitet haben, hat er eigentlich bis zuletzt Kontakt. Und ich selber persönlich hatte zum Beispiel einen Deutsch-Leistungskurs bei ihm, 6 Mädchen und Herr Siebenbürger. Das waren bewegte 2 Jahre mit kuriosen Geschichten. Und er hat bei mir definitiv eine ganz große Liebe zur Literatur, zum Lesen und vor allem auch zum Schreiben ausgelöst. Und ich konnte mit ihm und der ganzen Truppe tolle Filme drehen. Und es ging dann weiter, dass ich auch während des Studiums als Komparsin weitergearbeitet habe. Und dann bin ich auch als Journalistin immer diesem Thema Film treu geblieben. Und für NTV, für den Nachrichtensender, habe ich sehr viele Berliner Filmfestspiele, also die Berlinale begleitet, viele Schauspieler interviewt oder auch den Deutschen Filmpreis immer begleitet. Also von daher war der Film war immer präsent. Und jetzt möchte ich nicht nur von mir erzählen, sondern Herbert will auch noch ein bisschen was erzählen. Und deswegen, Barbara, würdest du
bitte auch nach vorne kommen, mal kurz auf die Bühne. Michael, du auch bitte. Matthias, machen wir auch, werde ich gleich noch vorstellen. Barbara, vielen Dank auch für das tolle Essen. Mit dem Film und wir werden vorher nicht über den Film mit Loris sprechen, sondern danach haben Sie dann auch die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen und wir brauchen noch ein paar Fragen. Aber ich, und Matthias Meyer ist noch, wir haben noch nicht vorgestellt, von den Theatermalern aus Vorher auch ein ja, Schüler, Weggefährte und Filmgruppenteil und. Ich dachte, da gab es eine kurze Zeit. Nee, bei Theater. Bei Theater. Ich habe den Walter Deinzer für ein Bühnenstück, das war, glaube ich, der Wissenschutz. Du bist ein Tag lauter Regen, das vor allem du. Wir kommen alle vor. Musste ich ein paar Tränen malen vom Hauptdarsteller. Und ich war damals in im Kunstunterricht bei Stadtkurs und der Walter Planck hat dann mich vorgeschlagen, dass ich das machen könnte. Und was mir allerdings nicht gesagt wurde, dass das Bild in der Vorstellung zerstört wird. In der Aufführung muss dann zusehen, wie der Walter das mit so einem Säbel in Atomien verdrückt. Das hat also meine kindliche Seele damals in Augenstellung. Aber ich bin dann trotzdem später ans Theater gegangen und das Theater auch mal erlernt. Seit mittlerweile fast 30 Jahren. Ja. Aber dann, ich dachte, es hätte tatsächlich nochmal in der Anfangsphase auch filmische Aktivitäten. Ja. Aber dann war es mit dem Theater. Auf der Bühne, ich habe mit Absicht der Shop hinter den Kulissen gesucht, weil ich nicht die Namen zusammen bin. Aber erinnert mich an den Siebenbürger, hast du natürlich, die sind ja bei dir auch gemacht, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja. Ja, wir hatten in ein halbes Jahr eigentlich nur im Deutsch unterrichtet. Und also es gab halt immer, wenn man einen Aufsatz zu schreiben hatten, gab es halt drei normale Themen und dann Themen wie der Einfluss des Maikäfers auf das Eisenbahn, wie es den Trojanischen Krieg ist. Das hast du gewählt. Ich glaube, so selbstsicher war da keiner. Herr, ich was. Du hast ja auch Abenteuer, wie wir vielleicht alle mit dem Sibi, der an diesem Abend wirklich eine wahnsinnige Freude hätte. Also da bin ich mir sicher. Also ich glaube, der ist da irgendwo und freut sich gerade sehr sinnig. Und was ist dein größtes Abenteuer gewesen mit der Siebenbürger? Ich habe ja Lehramt studiert, Deutsch und Sozialkunde, und habe dann Praktikum am Gymnasium gemacht. Und irgendwie meinte Sibi, dass wir müssen jetzt mal was machen und uns fällt dann schon was ein und der Säbel ist hinter dem Pult und das Maschinengewehr in der Schublade. Wir müssen dann mit Streiten anfangen und dann haben wir vor einer Klasse mit mehr Mädels als Jungs das Streiten angefangen und es war sowas von mucksmäuschenstill und es war wirklich, es hat geknistert und wir haben uns angebrüllt. Ja, dass man so keinen Praktikanten behandeln kann und dass ein Praktikant sich nicht so aufhören kann. Und so, also so richtig aus voller Seele gebrüllt die Welt saß da drin. Und dann fängt Siebenbürger an und zieht den Zähne. Ich habe jetzt die Schnauze voll und fängt an, mit dem Zähne auf ihn loszugehen. Aber ich habe gesagt, ich habe damit gerechnet. Und das Ganze hat dann natürlich zu einem wilden Geschrei, weil sich diese ganze Anspannung der Schüler, die Schülerinnen da aufgelöst hat, hat es so ein Geschrei geführt, dass ich natürlich wie immer ein Nachspiel hatte, weil wir waren dummerweise in einem Klassenzimmer, das so weit in der Nähe vom Direktorat war.
dass er dann wieder so gewöhnt war. Es gab dann wieder auch das übliche Nachspiel, wie häufig bei Siebenbürger. Warum eigentlich? Ja. Aber jetzt, und Barbara, du, also eigentlich hat ja dir alles gewonnen, so muss man das jetzt mal sagen. Ne? 1976 ist ein Film entstanden, Happy Monday, mit einer Kamera deines Papas, glaube ich. Genau, ne? Ja. Und jetzt kommst du jetzt. Also mein Vater hatte ja das ansässige Fotogeschäft und ich habe eigentlich seit meinem 10. Lebensjahr immer mit Kameras und Fotos zu tun gehabt und habe 1976 eine Truppe versammelt und habe gedacht, wir drehen jetzt mal einen Film, so ganz naiv. Und sind da eigentlich auch sehr spontan an die Sache rangegangen, haben diesen Film beim ersten Mal den Schulfilmpreis angereicht, sind dann mit Herrn Wilhelm, von seiner Sportlehrer, in einen VW-Bus nach, wo waren das mal? Heidenfeld. Wir fahren das Wochenende, da hat mich quasi betreut und haben. Ich glaube, so 7 Schüler im Bus sind. 7 Schüler im VW-Bus. Ich sag mal, im Bus sind. Und hatten uns eigentlich, also vollkommen naiv und unverblümt nichts ausgerechnet und war vollkommen verwundert, dass dieser sehr spontan entstandene Film dann den ersten Bayerischen Schulfilmpreis gewonnen hat. Und mit diesem Schulfilmpreis war eine Kamera verbunden, eine Super 8 Kamera. Und da ich ja schon eine Kamera hatte, haben wir die Kamera der Schule gestiftet. Und mit dieser Kamera hat quasi der Richard Siebenbürger dann angefangen, die Filme in der Schule zu drehen und dann mit euch weitergemacht. Ja, das Besondere, oder warum wir heute hier sind, in dieser besonderen Werkstatt, weil es eben ganz oft solche Zufälle gab. Und es gibt auch hier oben auch lustige Verbindungen, weil zum Beispiel ich mit meiner Familie in einem Haus aufgewachsen, was wiederum deinen Eltern gehört. Und irgendwann ist dieses Haus auch der Michael eingezogen. Und dann haben wir noch einen Teil unserer Kindheit auf der Ostbahnstraße oder in der Ostbahnstraße verbracht. Und im Übrigen, was auch, wenn ich jetzt dich und dein Buffet und überhaupt deinen Foodblog betrachte, ist natürlich ganz klar, dass neben Literatur und Film war sie das ganz große Thema, das Essen. Essen und auch Kochen, muss man dazu sagen. Also er war ein Meisterkoch und er hat das perfektioniert und das war seine große Leidenschaft auch. Und er hat auch mit uns im Leistungskurs, wenn er auch irgendwie keine Lust hatte oder wenn er Gäste abends hatte, hat er gemeint, wir können heute nichts machen, wir müssen heute was kochen, wir müssen was vorbereiten. Und dann gab es auch manchmal Mitschüler, die haben dann gesagt, oh, das ist ja bald Abitur und wir müssen auch so viel durchnehmen und der ganze Stoff. Und er so, ist jetzt egal, wir machen jetzt ein Glühwein-Mus und der kann euch dabei ja ein bisschen was erzählen. Und durch diese ganze Kocherei, die schönste Sache war, ich saß irgendwann in der Pause und habe was gegessen, dann kommt Sibi auf mich zu und sagt, Gini, wir müssen nach Hause fahren. Und ich so, ich habe gleich Unterricht und er so, nein, ich glaube, es brennt. Und ich so, okay. Und dann, also er hatte kein Auto, ich hatte ein Auto, dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt in der Pause nach Hause. Und er hatte tatsächlich den Ofen angelassen, hatte auf dem Herd was stehen lassen, irgendwie Schokolade wahrscheinlich, oder ich weiß auch nicht. Die Küche hat geballt und er konnte also das Schlimmste noch verhindern. Und ich kam dann natürlich wieder zurück, zu spät in den Unterricht, habe dann diese Geschichte geschildert und die wurde damals nicht geglaubt. Als Ausleger. Das kann man sich so nicht so gut hinterstellen. So, jetzt musst du einen erzählen. Das muss ich einen erzählen. Ja. Nee, wir fanden spontan zwei ein. Das eine ist, das ist ziemlich, ich glaube, das habe ich noch kennengelernt in der ersten Stunde im Unterricht, dass er kam bei mir rein und wir waren irgendwie viel zu unaufmerksam, wie er war. Und dann stand er da und bekam mit sich einen Herzanfall. Also er fiel zu Boden, zuckte, was ist jetzt los, der Lehrer liegt am Boden und da stand da auf, okay, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit wieder und dann wieder oder nicht los. Hat er sich uns vorgestellt, das war mir schon mal sympathisch gemacht. Und dann die größte Geschichte, ich meine Facharbeit, heißt das so? Facharbeit, oder was?
Literatur für Film gemacht. Und war die. Ja, auch ein Deutscher. Ich auch. Ja, auch ich auch. Und er hat mir noch eine doppelte Packung verpasst, weil ich sollte über die nämlich Geschichte und über das Buch was machen. Also eins allein hätte schon gereicht, nein, ich musste beides machen. Da habe ich irgendwie auch ordentlich recherchiert, habe mir ein bisschen geholfen, kam aber nur zu einem bestimmten Punkt. Und dann meinte er, ja, weißt du was, ich kenne einen Experten, den Adolf Kappel, da gehst du mal hin und machst mit ihm ein Interview, weil der weiß nicht, was ich denke. Und dann hat er die Adresse genannt und dann habe ich den angerufen und Termin vereinbart und gehe da hin und ich mache mir durch Ziegenbürger auf. Kappel-Mandate und ich musste auch noch ein bisschen essen, das war ich saß dann eineinhalb Stunden bei ihm in der Küche, weil ich alle meine Fragen gestellt und musste natürlich in der Facharbeit auch ordentlich Bezug darauf nehmen. Und es ging noch weiter. Und ich hatte dann zwei Interviews gemacht mit Leuten, die, die auch gerade hatten mit Uli V, glaube ich, damals da am Telefon über das Boot. Und da war die Arbeit fertig, ich hatte sie abgegeben. Und dann hatte ich in der Ostbahnstraße einen Brief im Briefkasten von der, ich glaube, das war die Uni Regensburg oder Passau. So, ja, sie werden da wissen, dann gehört sie in den Facharbeit zu dem Thema geschrieben und es sind so ein paar Interviews dabei, die würden auch für uns interessant sein, können wir die Arbeit abkaufen. Und ich denke, super, dann lieber meine Arbeit kaufen. Und er sagt, das war ich. Ist er tatsächlich mit diesem Brief, der hat sich irgendwie so dieses Logo von dem, das war wirklich ein Originalbriefpapier, das war auch in Regensburg abgestempelt und hat sie dann hier im Briefkasten nachts eingetragen und mich aufs Dach. Wir bleiben im Leben, genau. Also noch eine Fachung zu Verfilmungen. Ich durfte die filmische Adaption der Blechtrommel in meiner Facharbeit behandeln und habe quasi die Blechtrommel so oft gesehen, dass ich sie nach dem Abitur, also bis heute, nie wieder anschauen wollte. Aber hat denn der Film später bei dir noch im Leben eine Rolle gespielt? Am Anfang schon nicht. Hat mich dann mehr hinter die Kamera begeben. Ich habe als Drehbuchautorin gearbeitet für Verbotene Liebe, als bis 1900, Ende der 90er Jahre, glaube ich, die erste deutsche Daily in der ARD war. Also da war ich quasi in dem Autorenteam. Oder? Geht's die erste? Das war die erste deutsche Daily. Ja. Wirklich? Ja. Nee, das kam später. Nachgemacht. Und zu der Zeit lebte ich schon in den Niederlanden und es gab ja noch keinen elektronischen Vertrag. Das heißt, ich musste also mit meiner Diskette dann Freitag vor Abgabetermin 6 Uhr dann quasi immer noch zur Post hecheln, das aufgeben, damit es dann spätestens Montag in Köln eben war, um bearbeitet zu werden. Einmal war ich also später nicht mehr geklappt, dann hieß es ja tatsächlich, ich bin nach Köln gefahren mit meinem Schritt, um zur Beachtung zu geben. Das hat sich aber dann ein bisschen durch meine viele Umzieherei sich das ein bisschen gegeben und schreiben bin ich immer noch tätig, aber jetzt eben mehr im Journalismus. Kannst du vielleicht, Matthias, nochmal kurz schildern, was du tatsächlich, was du gerade arbeitest, weil ich glaube, dein Beruf, also ich zumindest, ich habe nicht so eine große Nähe dazu, oder was arbeitest du gerade im Moment zum Beispiel? Also ich muss vorausschicken, Theatermaler nur von Malerei kann man sehen. Also wir hatten, früher hatten wir Kontakte zu den kleinen Theatergruppen in Nürnberg, also die großen Theater haben mal die eigenen Werkstätten, Raum zu holen. Die Kleinen, die haben Unterricht mit Geld, da muss man andere Betriebsweg suchen. Und deswegen, also wir machen hauptsächlich Museumsbau und Ausstellungsbau. Mhm. Ja, und wir arbeiten mit Firmen zusammen, die auf der ganzen Welt Museen eigentlich, weil sie kommen und zusammen auch zu Überzeugung. Und die nächste große Arbeit, die wir machen, das ist der Nachbau von Motorleiter. Und ja, also diese Flugmaschine, dieses Segelfluggerät und geht nach Saudi-Arabien. Die müssen wir vorher im Vorhang testen, oder? Die müssen wir testen im Vorhang. Ja, ich bin auch eingeladen. Herr, wie hast du denn jetzt ist ja nächstes Jahr die Werkstatttage, jetzt 19. Mal, nächstes Jahr 20. Mal. Gibt es denn irgendwie in deinem kreativen Kopf Jubiläumspläne, die du mit uns teilen möchtest? Ja, das ist relativ einfach, denn ursprünglich sind die Werkstatttage entstanden, weil Anselm Schieber die Halle angeschaut hat, die hat ja die Form einer Basilika. Normalerweise kommt in das Tageslicht
hier in die Mitte rein, nur wegen des Films, haben wir hier verdunkelt. Und hat gedacht, ihr müsst ja klingen, hat sich mit der Geige in die Mitte gestellt und hat zusätzlich gehört. Das haben wir gleichzeitig gemacht. Und kam zu dem Schluss, sie hatte Klingenschule, wir machen ein Konzert. Deswegen hat das Kollege Musikum als Gruppe, Daniel Blaumer, das erste Konzert gespielt und das wird sie auch bis beim 20. Mal wieder machen. Das hat das schon ausgemacht. Und der Rest im Prinzip entsteht wie in diesem Jahr auch. Das war der Benjamin Blomberg von gestern ausgemacht. Und dann habe ich im SWR eben den Film gesehen. Das erste Mal, dass er im Fernsehen lief, weil diese Premiere in Hasbrook hat ja leider aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig geklappt. Die war dann in der Lange, da konnte ich nicht hin. Dann habe ich den Film gesehen und war so platt, dass er dann den müssen wir sehen. Dann habe ich mich natürlich dementsprechend gefreut, wie wir das schon alles ausgemacht haben. Und dann wurde ja auch noch ein Grimme-Preis vorgeschlagen. Und war das dann, der richtige Riecher. Das, also bevor wir jetzt deinen ersten Kinofilm sehen, vielleicht ist es noch ganz interessant, wie dann nach der Abzeit und Siebenbürger-LK wieder dein Weg dann verlaufen ist und ob du immer ganz nah im Film warst oder ob es da auch ein paar Umwege noch gab. Ja, es fing schon tatsächlich mit dem Siebenbürger auch an, der hat mir wirklich interessant zu hören, das wusste ich nicht, dass du die erste Kamera gekriegt hast. Aber bei mir war es definitiv auch so. Also ich habe die erste Kamera von Siebenbürger erhalten, das war damals ein Augapfel, das war auf eine VHS-Kamera, unglaublich trashy, eine riesige Welt mit so einem separaten Koffer und so einem dicken Schlauch und so einem Bonschi und hat ganz miese Bilder gemacht, dann haben wir unseren ersten Film gedreht. Also ganz schreckliches Teil, aber es hat dann den dritten Preis beim Nürnberger Jugendfilmfestival gewonnen und wir waren natürlich stolz wie Oscar, denn jetzt geht es auch nach Hollywood. Und dann fing ich an, mit der Filmschule beworben, das hat aber eine Zeit lang nicht geklappt, weil das doch eine ziemliche Hürde war. Und habe dann in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert, habe ich da aber auch nur auf Film verlegt und habe dann quasi auch nur immer Film gedreht und ich war jetzt in der Wiener Filmhochschule. Und dann war ich gerade fertig und habe es noch einmal probiert und bin dann in Ludwigsburg genommen worden. Und habe dann nochmal ein komplettes Regiestudium draufgesammelt, habe mich da auf Werbung konzentriert in erster Linie und habe das so 10, 15 Jahre danach ziemlich intensiv im In- und Ausland gemacht. Also das ist ganz viel gedreht. Und dann habe ich aber immer so ein Standbein in Ludwigsburg gehalten. Ich habe so eine halbe Stelle an der Filmakademie, die ich auch nach wie vor noch habe. Unterrichte dazu auch einen Werbefilm und eine Serienabteilung auch. Und bin halt eben nebenher, ursprünglich eben für Werbung und Imagefilme. Und dann kam es über eine Serie, da drehe ich jetzt gerade auch über einen zweiten Film. Wir haben quasi ein Projekt, das entwickelt worden bei uns an der Filmakademie, wo ich von vornherein wusste, wenn irgendwann mal was von uns produziert wird, dann das. Und das war dann, weil es so auf den SWR zugeschnitten war, es war wirklich ein Faust aufs Auge. Und tatsächlich wurden davon dann auch zwei Staffeln gedreht. Ich habe unter der ersten Staffel gedreht. Es gibt noch zwei Theaterstücke und jetzt gerade bin ich im Dreh des Kinofilms von dieser Serie. Für eine sehr lustige Komödie, sehr turbulent, mir da viel zu wenig Zeit. Haben jetzt ein bisschen mehr, haben jetzt 1,4 Millionen dafür, aber das ist immer noch zu wenig Geld im Vergleich zu einem Film. Aber es wird aber eine sehr lustige Komödie. Möchtest du dem Publikum vor dem Film noch etwas sagen? Oder wieder auf dem Bild? Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid, weil der Film lief, ich glaube, noch am Montag in der ARD zur besten Sendezeit, 0:30. Es gibt auch in der Mediathek, also da kann man sich jetzt gerade kostenlos angucken. Dann lief er, glaube ich, gestern lief er eine Primetime überhängen auf ARD One, das heißt dieser Digitalkanal. Und jetzt gerade läuft er in Shanghai. Der hat mich auch eingeladen und ist vorgezogen zu gehen. Das ist nicht zu schlagen. Das ist auch nicht, dass du die Erfahrung hast, die du da brauchen hast. Vielen Dank dafür nochmal. Ja. Okay. Aber für die Mediathek hat er keine Werbung gemacht, das erste Mal. Ja, das ist ja. Da wusste ich auch nicht mal genau, was ich Also, wir sprechen gleich noch ein bisschen über den Film. Nämlich, weil fast so spannend wie der Film sind nämlich auch die Geschichten so ein bisschen drumherum. Und ja, viel Spaß Ihnen und genießen Sie den. Film und wir räumen jetzt die Bühne, damit wir nicht vom Bild ablenken.